Raphael! Verdammt. Er hat mich erwischt. Kannst du noch laufen? Wir müssen unbedingt aus der Burg raus, bevor Hauptmann Keisel sie durchsuchen lässt. Trag mich, als wäre ich die schönste Märchenprinzessin, die du je gesehen hast. Na komm her. Romantisch. Sehr gut, sehr gut. Ich liebe dieses Spiel. Ah, Dankeschön. Diabela? Ja? Falls eine Steintreppe mit scharfen Stufen kommt, dann wärst du so nett und lässt meinen Kopf nicht auf jede Stufe aufschlagen. Diabela? Ihr tragt Beute aus dem Kampf nach Hause. Und zwar Srigos Gewand und Srigos Helm. Warum haben wir ihn ausgezogen? Heieieiei, Tag 4. Ach, der Humor des Spiels. Wenn wir langsam machen, kann ich wieder ein bisschen selbst laufen. Und ja, nur eine kleine Schürfwunde. Ist ja nur eine kleine Schürfwunde. Was soll das heißen, Schürfwunde? Wozu trage ich dich dann? Ich bin halt ein bisschen weinerlich. Hauptmann Keisel wird die Gräfin sicherlich nach Kremia gebracht haben. Und wir wissen auch schon genau, welches Haus... Ach nee, Moment, das war ja gar nicht... Ach nein, wir kommen ja aus Landgen. Die Gräfin wird nicht nach Landgen geflohen sein. Eher nach Kremia zu Hauptmann Keisel. Ah, ja, ich dachte jetzt, sie ist bei dem... bei der Zombiefrau untergetaucht oder so. Na gut. Ausrüstung. Srigos Helm. Eingeritzt, Srigor ist der Beste. Ja, das war er. Er war ein guter Mann. Srigos Gewand. Wo hat er das nur hergehabt? Spinnenschutz. Okay. Alles klar. Dann geht es. Plötzlicher Musikwechsel. Auf nach. Wow, die Stadt ist ja riesig. Nicht umsonst nennt man sie Metropole des Königreiches. Nach Kremia geht's. Die laute Musik hat mich dann etwas verstört. Aber gut, Kremia. Wenn das wirklich die Metropole ist, dann haben wir hier wahrscheinlich einiges zu erleben. Hey ho, wen sehe ich da? Wieso gafft er so? Seid ihr beide die Monsterjäger aus Alorak? Sehen wir denn so aus? Eigentlich schon. In der Regel jagen wir zwar keine Monster, aber wo liegt denn euer Problem? Es handelt sich um einen Zombie aus Landgen. Meint ihr etwa Horki? Wenn er so heißt, ja. Er durchschnüffelt immer die Mülltonnen hier in Kremia und letztens hat er das hier verloren. Die Handpuppe Mrs. Gniffel. Ihr kennt euch ja gut aus. Mit Horkis und Gniffels. Und Pokémon. Hier nehmt sie. Ich will sie nicht länger mit mir herumtragen, weil sie so stinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Zombie ruhig stellt. Auf welche Art und Weise ist vollkommen belanglos. Okay, können wir direkt zurück, weil dann würde ich das gleich jetzt erledigt haben wollen. Nein, verdammt. Dann muss ich mir das auch wieder merken und mit mir meine ich euch, denn ich merke mir das sowieso nicht. Weil es hier leider kein Questlog gibt. Das wäre doch etwas, was ich mir für die Vollversion wünschen würde. Aber Moment, gab's eine Questlog? Nein, gab's nicht, oder? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle, Handbuch? Nee, das sind über Statuseffekte. Ja, dann wünsche ich mir eine Questlog. Das wäre nice. Hallöchen. Evri. Schon wieder einer. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Ihr kommt hier nicht rein, auch wenn eure kranke Mutter kommen würde. Verzeiht, Gnädigste, aber ihr scheint uns zu verwechseln. Kann sein, ihr seht ja doch alle gleich aus. Was für ein Gebäude ist das? Ihr stört mich bei der Arbeit und das nur aufgrund einer homogenen Mischung aus Neugierde und Unwissenheit. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Antwortet ihr uns trotzdem noch? Ey, nee, du, ich glaub's ja nicht. Boah, ey, das hier ist die Verwaltung. Und ihr befindet euch zurzeit am Schalter A. Herzlichen Dank für die freuen, sachkorrekte Antwort. Was habe ich euch getan, dass ihr mich schon wieder nerven müsst? Kann man euch irgendwie helfen? Kapiert ihr das denn nicht, dass ihr nervt für Demenzerscheinungen aller Art Schalter G?
Oh Gott, das ist sowas wie das Haus, das Verrückte macht. Eine Verwaltung, die sich um das Wohl der Bürger Sorgen macht und ihnen bei Krankheiten Unterstützung anbietet? Überaus freundlich. Ja, nix. Ihr bekommt eure Rechte entzogen und werdet mit dem nächsten Schiff, mit dem nächstbesten Schiff aus der Stadt verbracht. Wow, was sind denn das für Manieren? Die Besten, um die Bürger abzuwimmeln. Und jetzt raus! Na gut, schauen wir mal zu Mozart. Yeah, das geht ins Blut. Sieh doch, da ist eine Aufschrift. Das Beste, um an dein Übel nicht zu denken, ist Beschäftigung. Okay. Nicht! Oh Gott! Na gut, dann müssen wir uns nicht... Was war's? Passierschein A38? Ich glaube, den müssen wir zum Glück nicht tun. Oder vielleicht kommt das noch verschlossen. Guten Tag, meine Kinder. Was kann der alte Lokus für euch tun? Lasst mich raten. Ja, das ist es. Nehmt diesen weisen Rat. Wie die Fledermäuse das Parfüm, so hassen hässliche Menschen ihre Falten. Danke. Ach, ist das ein schönes Städtchen mit einem schönen Seechen. Einigermaßen korrekten Passierbarkeitseinstellungchen. War die Tür hier verschlossen? Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Ihr seht mein Gedächtnis. Wunderbärchens. Und da soll ich mir alle meine Sidequests merken. Splitterige Holzkiste. Dazu muss ich nichts erzählen. Oh. Oh, netter Effekt. Sieh doch, die Tür steht offen. Oh. Dann wollen wir da noch nicht hin. Was wollt ihr? Wir möchten bitte eigentlich nichts. Dankeschön. Haha, voll verarscht. Mach's gut. Klingelstreich. Oder falsche Anwesenheitsstreich. Ich weiß nicht. Was macht man, wenn man einen Klingelstreich machen will, aber keine Klingeln hat? Weil man im falschen Zeitalter geboren ist. Das sind Dilemmas, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Wenn ihr was wollt, Raphael, dann geht zu Nonex. Nein, von dem will ich auch nichts. Warum sind hier nur Charaktere, die mir unangenehm sind? Nonex steht gleich da. Hallo, Chef. Na, der Herr, wie kommt man voran? Wir haben die Gräfin aus ihrem Schloss getrieben und suchen sie jetzt. Ja, was? Wie könnt ihr es wagen, ein Regierungsmitglied zu stürzen? Moment mal, die Ziva macht gemeinsame Sache mit Arachna. Sie versorgt Arachnas Armee mit Nahrungsmitteln. Die Gräfin hütet eure Zunge, Raphael. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Es stimmt aber, sie wollte uns sogar umbringen. Nun gut, ich gehe der Sache mal auf den Grund. Wir sehen uns noch, Raphael. Mach's gut. Da sind nur aussortierte Waren drin. Da sind nur aussortierte Waren drin. Black, black, black. Bleib bitte vor der Theke. Schönen Tag, was kann ich für euch anbieten? Was kann ich für euch anbieten? Ja, genau das stand da. Vollharnisch, feuerrotes Gewand, Silberschild, eisernen Kriegsfaust. Also erstmal hätte ich dann gern eine Kriegsfaust, weil Waffen sind gut. Dann einen Vollharnisch, dann... Fuck. Aber das kriege ich ja, glaube ich, nicht. Dann noch lieber einen Eisenhelm und dann muss ich mich erstmal ausrüsten. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Kriegsfaust. Vollharnisch. Ich brauche gar keine zwei Eisenhelme. Denn wir haben ja erst Zrigors Helm gefunden. Und deshalb ist es jetzt nicht so dringend notwendig, uns schon wieder einen neuen Helm zu kaufen für Raphael. Da reicht mir einer für Diabela. Ledergewand. Drei Holzhelme. Einen Helmholzhelm. Eine Eisenfaust, ein Stoffgewand, eine Eisenrüstung, eine rostige Rüstung. Den behalten wir uns mal lieber. Aber der einfache Ring kann weg. Oh. Nein, den Tigerpelz heben wir uns auf. Okay, den Knüppel müssen wir auch behalten. Der Schal kann noch weg. Und ansonsten war es das auch. Dann hätte ich gern noch ein Silberschild. Und? Diabela hat auch eine neue Rüstung von Strigor bekommen. Also, war's das. Ich freue mich auf ihren nächsten Besuch. Da, 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 da. Damit sind wir fast perfekt neu ausgerüstet. Aber zumindest so viel, wie es mir mein Geld wert ist. Regale voller Ausrüstung für Krieger. Dazu muss ich jetzt mal was erzählen. Na, endlich.
Mein Vater ist leidenschaftlicher Sammler von Rüstungskrams. Kommt wahrscheinlich durch seine Vergangenheit. Er war ein ziemlich hohes Tier der Armee. Na, jedenfalls mochte meine Mutter seine Sammlung nicht. Ihr missfielen besonders die Kerben in seinen Rüstungen. Jede Kerbe stand nämlich für eine Frau, mit der er geschlafen hatte. Mutter machte fortan Kerben im Rücken meines Vaters. Okay. Das Knarren der Holztreppe lügt nicht. Bleib bitte hier unten. Okay. Oder auch nicht. Ich gehe einfach nach draußen und du kannst mich nicht aufhalten. Fang mich doch. Mutti, du fängst mich ja gar nicht. 200 Taler gefunden. Thank you. Wer auch immer diese Kiste dort hingestellt hat. Welch ein seltsamer Zeitgenosse. Sag, könnt ihr sprechen? Ja. In Sätzen mit mehr als einem Wort? Nein. Könnt ihr uns helfen? Nein. Kennt ihr denn nicht einmal euren Namen? Doch. Nennt ihn mir bitte. Nein. Spuck sofort deinen Namen aus. Beruhig dich, Diabela. Ich kann schon deine Adern im Gesicht pulsieren sehen. Na bitte, dann halt nicht. Verschlossen, richtig fest sogar. So fest. Ah, die kennen wir doch auch. Und die beiden haben dich befreit? Ja. Also, die machen uns auch Probleme? Probleme haben wir nur, wenn Gräfin Siva uns findet. Hauptmann Kaiser würde das gleiche mit uns machen, wenn er es auch mit den Tildischs gemacht hat. Aber die beiden haben es auch nicht anders verdient. Dann bleibt der Plan, wie er ist. Ja. Das mussten wir jetzt unbedingt hier draußen besprechen, weil, damit der Spieler es mitkriegt. Immer noch richtig fest. Goddammit. Hey, ihr da! Oh nein, ein nerviges Kind will mit mir sprechen. Lass nur Raphael, hier übernehme ich. Ja, was bist du denn für ein süßes... Süß? Nein, ich bin wild und gefährlich. Wenn du meinst, dann halt so. Ja, was bist du denn für ein großer und gefährlicher Krieger? Ja, hast du da ein Bastardschwert in der Hand? Ja, hast du da ein Bastard... Pff, ah! Ich bin Seth der Barbarische. Alter, schau. Ich gebe dir noch 11 Sekunden, bis das Kind weint. Zweifler, verdammter. Und wie kommst du zu diesem Namen? Sieht man das denn nicht? Nein. Wirklich nicht? Dabei habe ich mir so große Mühe gegeben. Ich hasse Kinder. Ich auch. Habt ihr was zu melden? Nein, nicht direkt. Wenn nicht Sonne liegt, ist das Sprechen mit den Soldaten verboten. Oh, so viel zu entdecken, so viele Leute, mit denen wir sprechen können. Bücher sind das Leben. Es gibt nichts, was in meinem Buch nieder... Was? Es gibt nichts, was nicht in einem Buch niedergeschrieben wurde. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Lesen denn noch viele Menschen Bücher? Aber selbst für... Nein, eigentlich kaum noch einer. Ein Grund mehr für uns, euch ein gutes Buch abzukaufen. Was? Jetzt sag doch bitte nicht, dass du wieder gehen wolltest. Doch. Wir hätten gerne ein Buch. Man übergeht mich. Welches Buch darf ich euch anbieten? So. Pflege deine Beete, Zivas Biografie, die Schwarzstudie, das Königreich, Krieg der Spinnen. Die klingen alle sehr interessant, aber wir müssen uns Pflege deine Beete kaufen, denn an diese Sidequest erinnere ich mich sogar. Lesen bildet. Ja. Schule bildet auch. Die wagemutigen Bergsteiger scheinen auch vor dem Krukuta-Felsen keine Scheu zu haben. Geh weg von mir, Kind. Nein, danke. Was seid ihr? Reisende? Dann seid ihr wohl eher nicht an einem Klettertraining interessiert. Es ist besonderes Klettern. Wir steigen den Berg hinauf und genießen den Sonnenuntergang. Voll schön! Oh, doch, Klettern. Sehr gut, dann trage ich euch in das Buch ein. Kommt gegen Abend wieder, wenn ihr klettern wollt. Alles klar. Vielleicht ist es dann tatsächlich eine Fähigkeit, die wir auch abseits dieser Sidequests oder dieses Side-Events verwenden können. Das wäre cool, das würde uns neue Möglichkeiten und Wege eröffnen. Verschlossen. Wie zum Beispiel durch diese Tür hier. Willkommen, willkommen, kauft ein. Was bietet ihr denn an? Ja, sag mal, kannst du es nicht sehen? Faltencremes, mit denen ihr sogar Wellblech glatt bekommt. Sehe ich aus, als hätte ich das nötig? Nein, nein. Sie meint doch nur vorbeugend.
Wir können ja Gräfin Silva was mitbringen. Na, dann seht euch mal um. Faltencreme und Parfüm. Hat der eine nicht vorhin was von hässlichen Menschen und Fledermäusen, die kein Parfüm mögen, gesprochen? Dann kaufen wir einfach mal beides. Vielleicht treffen wir ja noch auf eine hässliche Fledermaus. Dann sind wir auf jeden Fall gewappnet. Die wird dann wahrscheinlich Insta-Kill. Herzlichen Dank. Knock, knock, knock. Es öffnet niemand. Leider verschlossen. Oh, so viele Häuser und ich kann in keins rein. Leider verschlossen. Menno. Leider verschlossen. Ich will einbrechen. Na, 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 Jungchen. Wir haben's aber eilig. Ja, ich stehe unter Zeitdruck. Wohin soll denn die Reise gehen? So mal hier und da. Wenn ich mich vorstellen dürfte, Schlemmerick von Saubertafeln. Angenehm, Herr von Saubertafeln. Erzählt mir etwas zu Kremia. Kremia ist die Handelsmetropole, ach so, des Reiches. Viele Mitglieder der Verwaltung sind hier ansässig, ziemlich unfreundliche Zeitgenossen. Von denen solltet ihr euch besser in Acht nehmen, die haben nämlich einen enormen Einfluss. Wichtige Persönlichkeiten haben wir auch hier viele. Ja, auch viele. Ist ja egal. Zum einen wären da natürlich die Gräfin Siva und zum anderen Bürgermeister Denfroh. Schadenfroh. Da die Gräfin sich nicht häufig sehen lässt, hat sie über die weitere Verwaltung den Posten des Bürgermeisters besetzt. Eigentlich wäre es überhaupt nicht notwendig. Ziemlich umständlich. Das liegt nun mal in der Natur der Kremianer. Absolute Bürokratie. Eine Person habe ich noch vergessen, den Hauptmann der Wache, Keisel. Meiner Meinung nach ein sehr ehrenhafter Mann. Hab Dank für die erschöpfende Auskünfte. Wie kann ich euch helfen? Jetzt, was wisst ihr über die Gräfin? Die Gräfin hat eine zwielichtige Persönlichkeit. Zum einen sorgt sie sich um die Bedürfnisse der Bevölkerung und zum anderen, naja, sie scheint sich immer häufiger in die Gegenwart von Hauptmann Keisel zu begeben, trifft sich mit dunklen Gestalten und bleibt verborgen. Mysteriös, mysteriös. Was habt ihr früher so erlebt? Das kann jetzt bestimmt lang werden. Ich war Waffenschmied. Die besten Klingen, die schärfsten Säbel, die spitzesten Pfeile, die schwersten Fäuste. Seid ihr immer noch in der Lage, solche großartige Waffen zu schmieden? Leider nein. Ich habe meine Schmiede kurz aufgegeben und mich zur Ruhe gesetzt. Aber es müssten noch einige Waffen existieren. Oh. Und du verkaufst Alkohol? Was darf sein, Wettermann? Ach, der Typ mit dem starren Blick. Ist ja mal wieder typisch. Mir traut keiner zu, dass ich mir das Zeug hinter die Binde kippen kann. Du darfst es uns gerne beweisen. Hier auf dem Tisch. Wegtrinken? Selbstverständlich. Okay, heute Abend. Na, dann leckt euch mal mit dem notdürftigsten ein. Notdürftigsten ein. Sprudelsmeier. Die Inhalte sind nicht ganz klar. Und Krokuta-Wasser. Kremianische Spezialität. Oh. Okay, dann kaufen wir mal 10 Bier, 2 Krokuta-Wasser und 4 Sprudelmeister. Und dann wird sie uns ihre Brüste zeigen. Viel Spaß. Gut, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Weil dann ist das alles rausgeschmissenes Geld. Da gehen wir doch nicht hin. Erstmal hier noch die Map fertig erkunden. Penny, mach die Tür auf. Ich weiß, dass du da bist. Es öffnet niemand. Oh. Hochzeit am Abend. Glückwunsch. Viel zu entdecken gibt's hier. Sehr viel. Schaut her und kauft. Jetzt habe ich kein Geld für Heiltränke, weil ich habe Schnaps gekauft. Sehr viel Schnaps. So. Zauberrolle. Hilft gegen Magieversiegelung. Jo. Vieles Dank. Nee. Ich kann sonst nicht loswerden. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Bitte geht nicht in den Keller. Ich sehe euch. Ich euch auch. Schön wieder zurück hinter die Theke. Sonst beschmeiße ich euch mit diesen Kartoffeln. Oh mein Gott. So viele Leute. Herr Gräf, nun hat es euch wohl in meine Heimatstadt verschlagen.
Oh, Herr Silberblick aus Felsenflor. In Felsenflor hat man endlich den ersten Schock überwunden und hat mich wieder abgezogen. Aber sagt, wer begleitet euch denn da? Ist es nicht die seltsame Frau, die vor einigen Tagen durch Felsenflor schlich? Ja, das ist sie und ich, werde sie bestrafen heute nach dem Wetttrinken. Habe alles aufgeklärt. Sehr gut, sehr gut. Dann sagt mir doch bitte, was eure Nachforschungen diesbezüglich ergeben haben. Also ich, sie ist eine wichtige Zeugin. Oh, sehr gut. Dann werdet ihr bestimmt schon alle wichtigen Informationen von ihr aufgenommen haben. Gute Frau, sagt mir, was ihr gesehen habt. Ich habe, einen Mann mit Dolchen gesehen. Dolche? Das ist merkwürdig. Mit Dolchen einen Kopf abzutrennen ist schon sehr ungewöhnlich. Ich meine mit Dochten. Das ist noch ungewöhnlicher. Verdammt. Ist echt schwer. Nein, wir müssen auf unserer Aussage beharren. Schon gut, schon gut. Ich will mich auch eigentlich überhaupt nicht einmischen. Ihr müsst ja wissen, was ihr gesehen habt. Nun belassen wir es dabei. Genießt eure Zeit in Kremia. Das war hart. Eine Metallschlange. Ich glaube kaum, dass wir sowas mal gebrauchen werden. Macht unser Gepäck nur unnötig schwerer. Also was tun? Kann man einsammeln, also nimm. Kaum zu glauben, aber ihr habt sie mitgenommen. Tja, damit könnte man Türen aufstemmen oder sowas. Keiner zu Hause. Aber das verstehen ja auch alle Horror-Protagonisten nie, also pff, von daher...